Und ich möchte gern weitersprechen mit meinem Kollegen Michael Schramm in Rom. Herr Schramm, wie wichtig ist es denn für die Tourismusbranche, dass die Grenzen nun wieder für Menschen offen sind, die in Italien Urlaub machen wollen? Nun ist es die ganz schlichte Geschäftsgrundlage. Nur wer ins Land kann, kann natürlich als Tourist hierher kommen. Und das wiederum bedingt, dass 100% des Tourismus in Italien von dieser Frage abhängen. Und der Tourismus an sich ist in Italien außerordentlich wichtig. Denn ein Sechstel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes in normalen Jahren hängt vom Tourismus ab. Dieses Jahr ist jetzt schon auf keinen Fall mehr ein normales Jahr. Der erste Teil der Saison ist weggefallen. Und man muss halt wirklich jetzt verzweifelt hoffen, dass irgendwie noch eine Touristensaison zustande kommt. Das Land ist, wie gesagt, wirtschaftlich durchaus abhängig vom Tourismus. Wie hoch sind denn da jetzt die Erwartungen? Weil es wird ja nach wie vor auch Einschränkungen geben im Hotelbetrieb, oder? Ja, es gibt natürlich die klassischen Einschränkungen, das sind die Distanzregeln. Das heißt, in Hotels wird es keine Buffets geben, es werden Kellner mit Masken servieren müssen, man wird die Abstände zwischen den Sitzpositionen zu wahren haben. Das bedeutet, dass die Hotels wahrscheinlich nicht komplett ausgelastet werden können, sondern die Kapazität nur zu 30, 40, 50, 60% werden ausschöpfen können. Das kostet Geld, da entgehen Gewinne. Also das wird die eine Schwierigkeit sein. Und zum anderen stellt es sich wohl auch ein, dass die Buchungen bis jetzt sehr zurückhaltend erfolgen. Und es dauert eben eine gewisse Zeit, bis das alles anläuft. Und da sind die Befürchtungen eben groß, dass nicht nur die bisherige Saison verloren ist, sondern dass eben einfach aufgrund dieser Zögerlichkeit der allgemeinen Verunsicherung die Buchungen sehr viel später und in sehr viel geringeren Maße ausfallen werden, als man das sonst hätte erhoffen können. Ja, vielleicht wird sich nun jetzt aber auch bei den Buchungen so einiges tun. Wie wichtig ist es denn, dass die Bundesregierung nun die Reisewarnung aufhebt, die ja noch bis Mitte Juni weltweit gilt? Das ist natürlich für Italien ein außerordentlich wichtiger Schritt, weil solange sozusagen die deutsche Reisewarnung fortbesteht, hätte die Öffnung der italienischen Grenzen nur eine teilweise Wirkung entfalten können. Denn das bedeutet ja, wenn diese Reisewarnung besteht, dass jemand, der trotzdem verreist, dies voll auf sein Risiko tut. Das würde also bedeuten, wenn er erkrankt oder Ähnliches passiert, dann müsste er auf eigene Kosten ausgeflogen werden und Ähnliches, Versorgungskosten würden bei ihm bleiben und so weiter. Dieses Risiko würden viele nicht tragen, deshalb war es natürlich außerordentlich wichtig, dass die Reisewarnung der Bundesregierung aufgehoben wird. Was sind denn die aktuellen Regelungen, wenn die Italiener jetzt ins Ausland reisen möchten? Das ist sehr viel schwieriger, weil für Italiener, da gibt es gewisse Sorgen im Ausland. Die Österreicher lassen zum Beispiel Italiener noch nicht ins Land. Ich kenne es auch aus Griechenland, wo man das derzeit noch nicht tut. Also es geht sehr unterschiedlich von Staaten und die Italiener leiden da natürlich sicherlich unter ihrem Anführungszeichen Ruf. Man darf ja nicht vergessen, Anfang März war Italien der Hotspot für Corona und diese Bilder gingen um die Welt, die Bilder aus Bergamo, aus den Krankenhäusern, das hallt nach. Und daher ist die Scheu groß, für italienische Bürger allzu schnell die Grenzen zu öffnen. Gleichwohl sind die Zahlen inzwischen in Italien relativ normal geworden und insofern wird das auch erfolgen. Aber zumindest dürfen die Italiener ab jetzt ja wieder im eigenen Land reisen, so wie sie möchten. Wie gehen sie denn damit um, mit diesen neuen alten Freiheiten? Also für die Italiener, und ich lebe ja selbst in Italien, hat das was geradezu Berauschendes. Und auch wenn eine Region ein relativ großes Gebiet sein kann, aber die bisherige Geschlossenheit der Regionalgrenzen war natürlich beeinträchtigend. Viele Familien konnten sich nicht oder kaum sehen. Jetzt ist all das möglich. Man kann sich frei im Lande bewegen. Und das ist für sehr viele Italiener sehr, sehr wichtig und ein großartiger Moment. Berauschend. Und inwieweit gehen die Italiener denn generell jetzt immer weiter in Richtung Normalität, trotz der dramatischen Entwicklungen, die das Land hinter sich hat? Und ja, die Pandemie ist ja auch noch nicht vorbei. Das ist richtig, aber man macht hier ein schrittweises Hochfahren des Lockdowns. Alles war ein bisschen später als in Deutschland. Es war ja auch der Lockdown insgesamt härter als in Deutschland. Aber wir sind jetzt nahezu bei einer gewissen Normalität, auch wenn viele Hotels, um auf den Tourismus nochmal zurückzukommen, geschlossen sind. Viele Restaurants zum Beispiel jetzt hier in Rom gar nicht mehr aufgemacht haben. Und auch die Restaurants, die offen haben, mit sehr, sehr schlechten Auslastungen leben müssen. All da tut sich sehr, sehr viel. Und ob die große Touristenwelle noch kommt, nach Italien, muss man eben sehen, das bleibt abzuwarten. Aber Italien ist grundsätzlich in einem gewissen Maße in Normalität zurückgekehrt, wenn man davon absieht, dass zum Beispiel die Schulen hier gar nicht mehr aufmachen, sondern die erst im Herbst geöffnet werden. Interessanter Einblick von Michael Schramm. Vielen Dank. Danke auch.